Wir schauen uns jetzt ein Video der lieben Carina Pusch an mit dem Titel Wie unser FDP-Justizminister Frauenrechte in Europa blockiert. Bin gespannt, was sie zu sagen hat. Ich hatte das Ganze nicht auf dem Schirm, aber ich bin auch momentan aus persönlichen Gründen im Bereich Politik nicht sehr, sehr viel unterwegs. Wir schauen aber mal, was da jetzt auf uns zukommt. Und ich sage vorweg, das ist ein Disclaimer, der sich ganz oft ins Gegenteil verkehrt hat. Ich weiß nicht, wie viel ich dazu sagen kann. Und diese Aussage kann jetzt dazu führen, dass ich wirklich nicht weiß, wie viel ich dazu sagen kann. Oder ich auf einmal so viel dazu sagen kann, dass wir hier in 2 Stunden noch sitzen und immer noch über dieses Video reden. Finden wir es gemeinsam heraus. In diesem Video geht es um etwas wirklich Historisches. Es geht heute um eine neue Europarichtlinie, die den noch nie dagewesenen Versuch gestartet hat, Frauenrechte in Europa länderübergreifend zu stärken und Gewalt gegen Frauen härter und vor allem einheitlicher zu bestrafen. Dabei geht es um verschiedene Arten von Gewalt, wie zum Beispiel Stalking, Zwangsehe, Genitalverstümmelung, Partnerschaftsgewalt, misogyner Hass im Internet und so weiter. Soweit, so gut. Klingt ja eigentlich erstmal sehr vielversprechend. Allerdings gibt es hier einen riesen Skandal, den gefühlt leider kaum jemand mitbekommen hat und meiner Meinung nach auch für viel zu wenig Aufregung gesorgt hat. Denn eines der Kernelemente dieser neuen Richtlinie sollte werden, dass Geschlechtsverkehr, der nicht einvernehmlich passiert, bei einem Fall vor Gericht als Vergewaltigung eingestuft wird. Klingt eigentlich ziemlich logisch, oder? Tja. Unser deutscher Justizminister oder Präsident Macron aus Frankreich zum Beispiel sind allerdings dagegen, dies so in die neue Richtlinie aufzunehmen. Eigentlich progressive Länder wie Deutschland und... Aber warum sind sie dagegen? Also, das macht ja gar keinen Sinn, dagegen zu sein in dem Fall. Es ist doch sogar wichtig, sich dafür einzusetzen. Es wird jetzt garantiert gleich erläutert werden, aber aus rein logischer Sicht macht die Ablehnung da gar keinen Sinn. Und Frankreich haben dadurch beinahe das Scheitern der gesamten Richtlinie aufs Spiel gesetzt. Letztendlich wurde die Vergewaltigung also fast komplett aus dem verbindlichen Teil gestrichen, um zumindest andere Unterpunkte der Richtlinie durchzusetzen. Warum das Ganze... Das ist halt auch so ein Ding, was mich immer wieder nervt, ne? Dass man dann halt Sachen rausstreicht und sich dann denkt, oh, dann fällt es halt nicht auf, dann das brauchen wir ja nicht. Nein, Frauen schützen... Ach, wer will das denn schon? Da ist jemand anderes dagegen und dann kriegen wir den ganzen Kram nicht durch. Ja, dann streichen wir das raus, dann funktioniert das wieder. Das ist ziemlich perfide. Okay. So passiert ist und wie die Gesellschaft und Mythen rund um das Thema Vergewaltigung auch diese gesetzlichen Prozesse beeinflussen, darum geht es heute in diesem Video. Dafür war ich die letzten 2 Wochen sogar 2-mal vor Ort in Frankreich und in Belgien, in den EU-Parlamenten, Brüssel und Straßburg. Ich habe die Abstimmung über die neue Richtlinie live mitverfolgt und wer mir folgt, und zwar bei Instagram, der weiß darüber schon etwas Bescheid, denn ich habe euch nämlich da über Instagram-Stories schon mitgenommen und live vor Ort ein bisschen gefilmt, was so erzählt. Immer diese schamlose Eigenwerbung, aber ihr wisst ja, so ist das Business. Auf jeden Fall habe ich dann, was die Instagram-Abonnenten auch schon wissen, ein Interview geführt und zwar mit Frances Fitzgerald. Sie ist eine der haupttreibenden Kräfte, leitenden Berichterstatterin und Mitverfasserin dieser EU-Richtlinie. Also ziemlich krasse Frau, die wir da interviewt haben. Also bleibt auf jeden Fall dran, es wird heute interessant. Ich ahne irgendwie gerade relativ Fürchterliches. Ich habe die FDP-Justizminister und Macron in Kombination zusammen und sind gegen etwas. Das ist schon mal eigentlich eine sehr, sehr unangenehme Kombination, wenn die beiden gemeinsam gegen etwas sind. Ich halte allgemein nicht sonderlich viel von der FDP, weil mir deren Politik halt einfach zu wenig menschlich ist und zu viel kapitalgetrieben. Und dann gibt es noch Lindner, der für mich halt komplett fern der Realität agiert und fungiert und wenn er seinen Willen nicht kriegt, wie ein bockiges Kind auf den Boden stampft und das ist noch nicht mal ein Shit-Talk. Er benimmt sich wirklich so, wenn man sich mal die Reden anschaut, wenn irgendwas ist, was ihm nicht passt und was er unbedingt umgesetzt haben will, dann ist er nämlich das Blockierkind. Alleine schon, mir hat es gereicht, das ist ja jetzt auch schon ein bisschen her, wie er auf den Bauernprotesten geredet hat, dass er mit Stolz verkündet hat, dass er Arbeitssuchenden und Migranten
das so schon wenige Geld noch mehr entziehen möchte, damit es den Landwirten, und ich weiß nicht, wie das in der Logik funktionieren soll, besser geht. Also wir schmälern die Kaufkraft von Leuten, die sowieso sich schon nichts mehr leisten können, weiter ein, damit sie halt weniger kaufen können, und das soll dann gut für die Landwirte sein, weil dann wird halt mehr Dosenfutter gekauft, weil es billig ist, auch wenn es keine Nährwerte hat, und zum Beispiel Gemüse und so weiter bleibt dann in den Regalen liegen, weil sich die Leute es einfach schlichtweg nicht leisten können. Das macht natürlich sehr viel Sinn. Man nimmt armen Menschen Geld weg, damit Leute, die mit den armen Menschen Geld verdienen, dann irgendwie mehr Geld haben, obwohl die Kampfkraft zurückgeht. Wie heißt das nochmal, wenn Politik nur eine marginalisierte Gruppe benennt als Lösung für alle Probleme? Gab's das schon mal? Da bin ich mir gerade unsicher. Ja, das ist auch so wild. Ich lasse mich jetzt mal in dieser Szene kurz klein. Normalerweise schneide ich mich groß. Das ist auch so wild. Da ist ihm gesagt worden, hey, wir haben hier etliche Studien, die das belegen. Und Lindner nur ganz trocken. Ja, dann glaube ich den Studien halt nicht. Offen zu sagen, die Studie gefällt mir nicht, dann glaube ich da halt einfach nicht dran. Und der Typ hat ein hohes Amt. Und die meisten Studien sind halt faktengestützt. Das kann man sogar selber nachrecherchieren, wenn man sich unsicher ist. Das ist ja das Tolle. Und dafür haben wir dieses wunderbare Medium Internet mit ein ganz, ganz klein bisschen Medienkompetenz, die man sich sehr, sehr schnell aneignen kann. Kann man dann auch rausfiltern, was sind wirkliche Neuigkeiten und Fakten und was ist Müll. Also ich gönne der FDP ihren Absturz, ne? Ich find's halt nur scheiße, dass sie andere damit runterziehen. Und ich find's scheiße, das muss ich mal ganz klar sagen, ich habe auch genug Kritik an den Grünen. Ich finde es trotzdem scheiße, dass die FDP irgendwas verzapft und man der Schuld den Grünen gibt. Wo ich mir immer frage, wie? Woher? Warum? Wie ist das logisch möglich? Die FDP veranstaltet irgendwas. Ja, die Grünen waren's. Ihr kennt dieses Interview, wo das gesagt wurde. Die Grünen. Die Grünen. Nur um einfach zu sagen, da sind Grüne, die machen da Dinge, alleine ihre Existenz. So schlimm. Ich lass Carina mal weitermachen, weil das Video ist wichtiger als mein Outrage. Um euch aber erstmal ein bisschen ins Thema zu holen, sprechen wir erstmal über die aktuelle Lage der Frauenrechte in Europa. In meinem letzten Video haben wir ja schon grob einige Statistiken zum Thema Gewalt an Frauen in Deutschland beleuchtet. Da hatten wir uns im Speziellen vor allem die Unterschiede angeguckt zwischen tatsächlichen und gefühlten Tatorten. Oder wie hoch der prozentuale Unterschied ist bei den männlichen und weiblichen Opfern, vor allem wenn es um das Thema sexualisierte Gewalt geht. Das sieht leider natürlich logischerweise in ganz Europa oder auch auf der ganzen Welt sehr ähnlich aus. Dazu hat die EU 2021 auch schon eine eigene EU-weite Studie durchgeführt, um hier eine bessere Datenlage für ganz Europa zu bekommen. Frauen in ganz Europa haben also logischerweise überall mit den gleichen Problemen leider zu kämpfen. Wie diese geschlechterspezifische Gewalt aber verfolgt und geahndet wird, ist in Europa eben nicht einheitlich. Ja, und die Aufklärungsrate ist halt ein absoluter Witz, ne? Also was sexuelle Übergriffe angeht, davon werden erstmal nur ein kleiner Teil zur Anzeige gebracht, weil sich die Opfer sehr, sehr schnell mit Victim Blaming auseinandersetzen müssen, ne? Dass man das, was ihnen angetan hat, halt runterspielt. Das passiert im familiären Kreis, das passiert im Freundeskreis, das passiert im Arbeitsumfeld. Da hatten wir in den vergangenen Jahren halt sehr, sehr viele Beispiele. Und wenn die Sachen dann zur Anzeige gebracht werden, dann wird ganz, ganz oft auf Basis mangelnder Beweise das Ganze wieder eingestellt. Die Aufklärungsrate ist halt, was hatten wir gesagt, von den Fällen, die ungefähr, man sagt, man geht davon aus, dass ungefähr nur 10% zur Anzeige gebracht werden. Und von diesen 10%, die zur Anzeige gebracht werden, gibt es nur in 8% der Fälle ein positives Ergebnis für das Opfer. Ich weiß nicht mehr, in welchem Video das war. Wenn es mir einfällt, wir sind diese Statistiken durchgegangen, tatsächlich, dann werde ich das oben in dem i verlinken, weil ich weiß, ich habe es auf dem Hauptkanal hochgeladen. Ich weiß nur nicht mehr, wann es war. Es ist schon einige Zeit her. Aber wir sind wirklich diese Statistiken durchgegangen. Wie viele Sachen werden zur Anzeige gebracht und so weiter und so fort. Das ist halt ein erschreckend kleiner Bereich und viele Opfer bleiben auf ihren Schmerzen einfach sitzen, kriegen keinerlei Gerechtigkeit in Anführungsstrichen, auch wenn man das nie wieder wettmachen kann, logischerweise.
Der Schaden und der Schmerz sind da. Der wird auch nie wieder weggehen. Es ist aber noch ein Tritt in Richtung des Opfers, wenn dann der Täter, und man kann hier in 90% der Fälle sagen, der Täter, dann auch noch auf freien Fuß ist und im schlimmsten Fall da auch noch drüber witzelt, weil er freigesprochen wurde. Ja, Toni, das hast du sehr gut zusammengefasst. Genau so ist es. Und das ist ein riesengroßes Problem. Ein großes Problem ist die Verjährung. Ich habe 30 Jahre gebraucht für den Mut und wurde dann erst gar kein Verfahren eingeleitet. Ja, weil dann diese 30 Jahre um sind. Ne? Ab dem 18. Lebensjahr hat man 30 Jahre Zeit, zumindest nach deutschem Gesetz. Und wenn man da dann drüber kommt, weil man nicht die Kraft hat und weil man auch runtergedrückt wurde, dann heißt es, es ist verjährt. Das ist auch so bitter. Ich finde, sowas darf nicht verjähren. Jedes Opfer sexualisierter Gewalt, und ich rede von kleineren Delikten in Anführungsstrichen, ne, ich denke mal, ihr könnt euch das vorstellen, bis halt zum aktuellen Maximum. Ich möchte halt wegen der Monetarisierung, gut, ich habe keine, aber ich möchte nicht, dass das Video gesperrt wird. Ihr könnt euch die Staffelei definitiv selber denken. Wird halt zu wenig gemacht. Mir wurde der 12. beim Anzeigen als erstattet ausgeredet. Ich wurde nicht ernst genommen und dann genötigt, keine Anzeige zu stellen. Bis dann verdrängt erst nach 10 Jahren später aufgearbeitet worden. Das ist halt richtig bitter. Also ich war auch mit Opfern sexualisierter Gewalt zusammen und ich war mitunter bei der Polizei mit dabei und es war so schlimm, wenn dann halt so Fragen kommen, sind Sie sicher, dass Sie Nein gesagt haben? Haben Sie auch wirklich, nachdem sie Nein gesagt haben, alles dafür getan, um sich dagegen zu wehren und solche Sachen. Als wenn das Nein selber nicht reichen würde. Ein Nein ist ein Nein. Und Konsens beginnt erst dann, wenn beide Seiten Ja sagen. Und das geht in allen Bereichen. Und wenn du dich dann solchen Fragen konfrontiert fühlst, dass das selbst von den Beamten, die diese Fälle und diese Anzeigen aufnehmen sollen, runtergespielt wird, das ist halt absolut scheiße. Deswegen, sowas darf nicht verjähren. Opfer müssen gestärkt werden, Opfer muss zugehört werden. Und Frauenrechte müssen auch auf Europaebene einen einheitlichen Standard haben, gerade wenn es in dem Bezug auf, ich weiß gar nicht, wie ich das wegmuten soll, ich spreche das Wort einfach aus und schau dann, wenn es um das Thema Vergewaltigung geht, da muss es einheitliche Standards geben und das muss ernst genommen werden. Da gibt es gar keine Diskussion. Einer der Gründe übrigens, warum man nicht die CDU wählen sollte, ne? Wenn man sich die Umfrageergebnisse mal anschaut, als es darum ging, ob Vergewaltigung in der Ehe eine Straftat sein soll, haben große Teile der CDU-CSU, unter anderem Friedrich Merz, für Nein gestimmt, dass es keine Straftat sein soll. Weil es sind ja die ehelichen Pflichten. Alleine dieses Wort erzeugt in mir persönlich, und jetzt haben wir trotzdem wieder eine Wut-Tirade von mir, einen Brechreiz. Was in Spanien oder Schweden als Vergewaltigung gilt, ist in Italien oder Deutschland vor dem Gesetz eventuell anders geregelt. Nehmen wir das Thema der Vergewaltigung jetzt einmal ganz konkret, können wir hier an dieser Grafik ganz gut sehen, wie unterschiedlich diese teilweise geregelt wird in den EU-Mitgliedstaaten. In Ländern. Damit ihr das mal vernünftig sehen könnt, blende ich mich mal ganz kurz aus. Die Quellen sind auch immer hinter mir angegeben, ne? Aber die findet ihr in der Videobeschreibung. An wie Spanien, Schweden, Finnland oder den Niederlanden gilt der Grundsatz, nur Ja heißt Ja. Also Geschlechtsverkehr kann nur dann einvernehmlich sein, wenn es eine eindeutige Zustimmung aller Teilnehmenden gibt. Und stopp, bevor einige Streamer mit pinken Haaren jetzt wieder ihren Shit losen. Ist dir das schon mal passiert? Schlechten Sex gehabt mit einer Freundin und dann plötzlich warst du ein Vergewaltiger? Nee, aber nee. Ich könnte behaupten, ich bin mir ziemlich sicher, dass in einer modernen feministischen Statistik genau so ein Scheiß als Vergewaltigungserfahrung durchgeht. Okay. Das heißt nicht, dass du vor... Was war das denn für ein Take? Also ich wage das mal zu bezweifeln, dass aus dem nicht dem Spaß am Akt... Also dass es für eine Person nicht gut war, weil zum Beispiel die Erfahrung gefehlt hat oder die Kommunikation. Übrigens, bei Sex ist Kommunikation unglaublich wichtig. Ich glaube nicht, dass eine Frau dann beigeht und daraus dann, nur weil sie keinen Spaß hatte, das zur Anzeige bringt, dass das eine Vergewaltigung wäre. Das wage ich mal stark zu bezweifeln. Das ist ein ziemlich dummer Take. Vorher einen Vertrag aufsetzen muss, bevor du mit der Person deiner Wahl zur Sache kommst. Ja heißt Ja bezieht sich einfach nur darauf, dass es eine eindeutige Zustimmung von beiden Seiten gibt, ob ihr das beide oder wie viele auch immer dabei beteiligt sind, beim Notar regeln wollt oder ob ihr euch einfach kurz mit einem Daumen hoch eine Bestätigung einholt, bevor es losgeht oder sonst wie das okay
okay gibt, kann ja jeder selbst für sich entscheiden. Es muss aber einvernehmlich von beiden oder mehreren Leuten passieren. In Deutschland und Österreich gilt ganz nach Söder Verbotskultur das Motto Nein heißt Nein. Man muss basically Nein gesagt haben, wenn man den Geschlechtsverkehr... Es ist gar nicht schwer, daran zu fragen. Ich finde das sogar wichtig, so eine Frage zu stellen. Also ich meine, ich kann jetzt nur aus meiner persönlichen Beziehung jetzt auch mit meiner Verlobten reden. Bei uns ist alles tatsächlich konsensbasiert. Also ich gehe zum Beispiel nicht zu ihr hin und nehme sie einfach in den Arm. Ich habe sowieso Probleme mit Berührungen. Sie macht es umgekehrt aber auch nicht. Na, wir hatten da an anderer Stelle schon mal drüber gesprochen, aber ich rede da gerne drüber, weil ich das auch sehr, sehr schätze, dass es so ist. Wir haben entweder eine Geste dafür, wenn einer von uns eine Umarmung möchte, oder ein Wort dafür. Und dann weiß die Gegenseite, hey, ich möchte eine Umarmung haben. Und dann kann die Person entscheiden, ja oder nein. Und ein Nein kommt natürlich auch mal vor, wenn sich die Gegenseite nicht fühlt. Und das ist völlig okay. Aber es geht halt um den Konsens. Ne, das ist halt, in jeder Beziehung wird es anders getragen. Aber wir versuchen halt wirklich, alles auf Konsens basiert halt zu halten, um die Grenzen des anderen halt in keiner Form irgendwie zu überschreiten. Wir haben klar definierte Grenzen bei uns in der Beziehung, was okay ist und was nicht. Wir reden über alle Punkte, sowohl positiv als auch negativ, auch Sachen, die anderen gegenüber eventuell unangenehm sein könnten, eventuell peinlich. Es gibt halt Themen, die sind einem unangenehm. Wir haben uns in unserer Beziehung dafür entschieden, wir reden über alles offen. Und ich habe tatsächlich, und ich habe schon viele Beziehungen hinter mir, das ist die erste Beziehung, in der ich das Gefühl habe, dass es wirklich, wirklich, wirklich gleichwertig ist. Das ist halt wirklich eine Erfahrung, die habe ich in der Form nicht gemacht. Also ich kenne beide Arten der Beziehung, na, wo ich quasi mehr Rechte und Möglichkeiten hatte und umgekehrt. Aber ich war auch damals ein komplett anderer Mensch. Mit diesem Menschen würde ich heutzutage nichts mehr zu tun haben wollen. Aber diese Beziehung jetzt hier ist absolut mega kommunikativ und mega konsensbasiert. Und das hat so viele Türen und Tore geöffnet in der Kommunikation und mit dem Miteinander, wie gut man sich kennenlernt, kann ich nur empfehlen. Reden und Grenzen abstecken sind unglaublich wichtige Sachen für eine langwierige Beziehungen. Da hilft euch auch kein Beziehungscoach oder sonst irgendwas oder Datingcoach. Die erzählen sowieso nur Müll. Konsens und Kommunikation, das sind so die Dinge. Das sind die Grundpfeiler des Ganzen. Die Liebe als Emotion ist natürlich auch unglaublich wichtig, aber in dem Miteinander, ne, kann man sich nicht nur auf die reine Emotion verlassen, sondern man muss ja auch miteinander agieren und nicht gegeneinander im schlimmsten Fall. Dementsprechend kann ich euch nur ans Herz legen, sehr, sehr viel Wert auf Kommunikation zu legen, klare Grenzen abstecken, was man möchte und eventuell, auch wenn es für manche cringe ist oder sonst irgendwas, schafft eure eigenen persönlichen Eigenarten, wie ihr bestimmte Sachen kommunizieren wollt. Für mich ist es manchmal einfacher als neurodivergenter Mensch, der autistisch ist, kann es bei mir halt passieren, dass ich auch mal nonverbal werde, auch ihr gegenüber. Und wenn ich dann die Möglichkeit habe, Gesten zu benutzen, um zu kommunizieren, was ich jetzt gerade brauche, oder wobei ich Hilfe brauche, ist das sehr, sehr förderlich. Er oder Akt nicht möchte. Und in 14 EU-Mitgliedstaaten müssen Frauen bei einer Vergewaltigung eine eindeutige Gewalteinwirkung nachweisen, um diese eben auch als... Aber wie willst du das denn machen? Wie willst du das denn machen? Eine eindeutige Gewalteinwirkung nachweisen? Das macht doch gar keinen Sinn. Es kann Wochen, Monate vergehen, bis ein Opfer der Gewalt das so weit aufgearbeitet hat, dass der Mut überhaupt da ist, zur Polizei zu gehen oder halt zu Ärzten und damit zu reden und dann alles Weitere zu machen. Da sind bestimmte Einwirkungen schon wieder verheilt. Wenn es unter Drogeneinfluss ist, dann hast du meist gar keine optische Einwirkung von Gewalt, außer der Täter ist halt richtig rabiat. Und selbst dann ist dann halt wieder die Überwindung und der Scham da. Oh Gott, ist das bitter. Und selbst viele Formen der Drogen kannst du nicht nachweisen. Betäubungsmittel können nach 3-4 Stunden aus dem Körper komplett wieder raus sein, weil sie sich im Körper zersetzen und die Bausteine nicht mehr nachweisbar sind. Das ist die einzige Regel, ihr seht es jetzt nur abgehackt, weil ich da schon wieder vorsitze, die einzige Regel, wie es hier läuft, da, 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 da und da, das ist die einzige Regel, die gelten sollte. Nur ja heißt ja. Das Nein, Nein, das sollte uns klar sein, von vornherein. Aber nur die direkte Zustimmung. Sagt dein Gegenüber nicht ja, ist das automatisch nein. Kommt vielleicht, lass mal schauen, ist das kein ja, sondern es ist eigentlich eher ein nein und mit ganz viel Glück wird da vielleicht ein ja draus. Aber wenn eine Person sagt, weiß ich nicht,
lass mal schauen, ist das nicht sofort mit, jetzt muss ich mich erst recht anstrengen. Es ist schon kommuniziert, dass die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist. Belass es dann einfach dabei. Ich kann es auch nicht verstehen, wenn Leute davon reden, und ich weiß nicht, woher das kommt, vielleicht könnt ihr mir das erklären, wo der Ursprung ist, dass viele deuten, wenn man sagt, wir treffen uns auf einen Kaffee, dass das ein Synonym dafür ist, dass man miteinander ins Bett geht. Wenn zu mir eine Person sagen würde, ich kann es halt nur aus meiner Sicht sehen, und mir sagt eine Person, hey, lass mal einen Kaffee trinken, gehe ich nicht davon aus, dass ich am Ende ohne Kleidung dastehe. Dann gehe ich davon aus, dass ich einen Kaffee kriege. So bin ich gestrickt. Wollen wir zu mir oder zu dir, ist nicht gleich automatisch eine Aussage mit, hey, da ist ein Bett, da können wir Sachen machen, sondern einfach nur, vielleicht möchte man auch einfach Zeit miteinander verbringen. So habe ich diesen Satz auch in der Vergangenheit immer benutzt und war mitunter sogar verwirrt, dass dann auf einmal mehr gefordert wurde. Aber ich kann nur von mir ausgehen, ne? Ich kann da nur von mir ausgehen, wie ich mich in diesen Situationen verhalte. Und ich weiß, dass andere Männer es halt eben nicht machen. Und ein Großteil der Männer eben nicht machen. Aber wenn zu mir ist, wenn ich jemanden vorschlage, hey, lass mal zu mir oder sonst irgendwas, dann ist das einfach für mich ein Zeichen, zu kommunizieren, hey, ich habe noch Bock, mit dir Zeit zu verbringen. Vielleicht kann man ja noch eine Cola zusammen trinken, vielleicht sich noch einen Film anschauen. Oder sich einfach unterhalten, weil einfach die Stimmung passt. Und erst wenn explizite Themen in diese Richtung aufkommen und es den Konsens gibt, dann würde mehr passieren. Aber ich glaube, da bin ich dann eher so auf die breite Masse gesehen eine Seltenheit. Und ich will mich jetzt nicht auf irgendeinen Podest spielen und ich bin besser als alle Männer oder sonst irgendwas, sondern einfach nur aus meiner persönlichen Erfahrung. Denen anzeigen zu können. Darunter unter anderem eben auch Frankreich. Und das finde ich persönlich echt heftig. Ich war ja jetzt zum Beispiel für dieses Video hier in Frankreich, in Straßburg im Europaparlament. Und das ist quasi genau an der Grenze zu Deutschland. Die nächste deutsche Stadt befindet sich gerade mal 6 Kilometer weiter. Und jetzt muss man sich einfach mal Leute vorstellen, die dort arbeiten oder generell Leute, die an Grenzen arbeiten oder an Grenzen wohnen und dementsprechend halt auch mal in einem anderen Land sind. Dann gilt bei der Arbeit oder beim Einkaufen ein komplett anderes Gesetz für deinen Fall, als wenn du zu Hause bist oder in deinem nahen Umfeld. Und das ist halt einfach irgendwie absurd, oder? Man sieht also ganz deutlich, einheitlich ist das alles ganz und gar nicht. Und auch in anderen Bereichen der geschlechtsspezifischen Gewalt gibt es ganz große Unterschiede in der Gesetzeslage. Das sollte nun diese neue Richtlinie in der EU ändern. Wenn wir in der EU und im Schengen-Raum frei reisen können, sollten logischerweise auch Frauen in ganz Europa unter immerhin möglichst ähnlichen Bedingungen geschützt sein. Du willst dir vor deinem nächsten Sommerurlaub in Italien ja vorher eigentlich nicht unbedingt das italienische Strafgesetzbuch durchlesen, nur um sicher zu gehen, wie du dich im Falle eines Übergriffes am besten zu verhalten hast. Nur damit dieser auch als Übergriff verfolgt werden kann. Da muss man sich vorher einlesen, ob man die Bubi-Dashcam mitnehmen soll oder nicht, ne? Für den Urlaub. Nee, also im Ernst, das macht ja absolut Sinn, hier für einen gewissen einheitlichen Standard zu sorgen. Das sieht übrigens auch die EU-Abgeordnete Delara Burkhardt von der SPD so. Momentan ist es tatsächlich so, dass mein Portemonnaie im Falle vom Diebstahl besser geschützt ist als mein Körper im Falle einer Vergewaltigung. Und das wollten wir eigentlich mit der Richtlinie gegen geschlechtsspezifische Gewalt ändern. Es ist aber so, dass von einigen eben unter anderem von Justizminister Buschmann Zweifel daran gehegt wurde, ob man von europäischer Ebene Einfluss auf das deutsche Strafrecht nehmen könnte. Und ach, das kann halt auch wunderbar als Ausrede benutzt werden, ne? Ja, dann greift ja die EU in unsere Gesetzeslage ein. Das wollen wir so nicht. Dann habt halt einfach einen besseren Standard. Dann braucht man das nicht. Klärt das untereinander, dass ihr da dieselben Standards habt. Dann muss die EU da nicht eingreifen. Gerade bei so einer wichtigen Gesetzeslage. Das ist eine scheinheilige Ausrede. Das finde ich eine ziemlich fadenscheinige Ausrede, weil wir doch gerade mit dieser Richtlinie allen Frauen in Europa zeigen könnten, dass Vergewaltigung ein Straftatbestand sein muss und dass wir auf nationalstaatlicher Ebene darauf hinarbeiten, dass das so wird. Deswegen hätte ich mir gewünscht, dass das kommt, aber diese juristischen Bedenken haben dann im Endeffekt Überhand übernommen. Bevor wir uns jetzt aber anschauen, warum es das vor allem im spanischen Modell benutzte nur ja heißt, ja eben nicht, in die neue Richtlinie geschafft hat, würde ich gerne einmal kurz beleuchten, warum dieses ja ist ja eben doch ein bisschen besser ist als das deutsche Nein heißt Nein. Das in Deutschland geltende Nein heißt Nein kann juristisch gesehen zwar ähnlich ausgelegt werden wie das nur ja heißt ja, aber für mich ist das persönlich,
Sorry, dass ich Carina schon wieder unterbreche. Für mich ist das ein massiver Unterschied zwischen Ja ist Ja, wo wir halt dann wirklich den direkten Konsens haben, und Nein ist Nein. Das eine sollte das andere natürlich nicht ausschließen, logischerweise. Aber ich finde, dass Ja, nur Ja ist Ja wesentlich expliziter und zielführender in der Situation. Es ist ja ein logischer Schluss, dass ein Nein ist. Ein Ja, ein Nein ist kein Vielleicht. Und ein Nein ist auch nicht, wie viele Coaches immer sagen, es ist ein Ja, aber du musst dich mehr anstrengen. Das ist Schwachsinn. Und wenn ich Männer hier in der Community habe, die so denken, die möchten bitte gehen. Ne, wer denkt, ein Nein ist, ach, ich muss mich einfach mehr anstrengen, dann wird da irgendwann ein Ja draus. Oder ich muss Druck ausüben, dann wird ein Ja draus. Macht einen Abgang. Dementsprechend, ich bin für die nur Ja ist ein Ja-Richtlinie. Es muss von beiden Seiten Konsens herrschen. Weil auch die eine Person sagt Ja, die andere Person sagt Nein. Und ein Nein ist Nein, ist halt trotzdem kein Konsens da. Auch wenn dann vielleicht die andere Person das Ja, das Nein nicht akzeptiert. Ne, da haben wir das Problem. Nur ein Ja ist ein Ja. Und das wäre doch so einfach gewesen, das für die EU gleichzustellen. Und BOMS hätte es einen wesentlich größeren Schutz für Frauen gegeben in der gesamten EU. Vor allem, dass man keine logischen Gegenargumente bringen kann, außer das nimmt zu viel Einfluss auf das deutsche Gesetz, zeigt ja schon, dass die Gegenseite keine Argumente hat. Es gibt ja auch kein logisches Argument, um dagegen argumentieren zu können. Es gibt ja schlichtweg keins. Aber es lässt eben auch Spielraum für Täter, eine nicht eindeutige Aussage des Opfers als fehlendes Nein auszulegen. Und das passiert leider häufiger, als man denken würde. Hier kann man eben auch sehen, wie einige der gesellschaftlichen Mythen rund um das Thema Vergewaltigung auch Einfluss auf die Justiz haben können. Einige dieser Mythen haben wir im letzten Video neben der lang diskutierten Thematik der Klamottenfrage schon genannt. Schaut also unbedingt in das Victim Blaming Video von mir rein, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Der sogenannte Mythos beschreibt eben diese Vorurteile, wie sich ein Opfer in einer solchen Situation zu verhalten hat. Weicht dieses Verhalten aber ab von dem im Kopf gefestigten Bild eines Opfers, weckt dies Zweifel und führt dazu, dass Opfer weniger ernst genommen werden. Wirkt eine Frau im Gericht zu gefasst, wird ihr abgesprochen, kein Nein herausgebracht haben zu können, denn sie wirkt ja hier im Gericht etwas zu gefasst. Was? Und wenn sie sich aufregt und emotional ist, dann wird ihr vorgeworfen, sie wäre jetzt zu emotional und hysterisch. Gefasst und ruhig zu bleiben vor Gericht ist doch im Grunde genommen das Beste, was man machen kann. Und auch wichtig, es bringt ja nichts rumzuschreien. Auch wenn der innere Druck da ist und ich kann diesen Druck halt verstehen, auch wenn ich ihn nicht nachvollziehen kann. Aber das als Argumentation zu bringen, die Frau war zu gefasst. Das kann ja, da hat man nur vergessen, das Nein quasi zu benennen. Uff. Es ist so absurd. Darum unterscheidet sich das nur Ja heißt Ja eben doch signifikant vom deutschen Nein heißt Nein. Die Frage fokussiert sich eben darauf, ob der Sex einvernehmlich war und nicht darauf, ob jemand Nein gesagt hat. Man kann sich das also so vorstellen. Man geht beim Default-Status eben erstmal vom Nein-Knopf aus, der dann eben in das Ja geändert werden muss. Anstatt wie es beim Nein ist Nein wäre, also vom Ja zum Nein. Ja, das waren jetzt viele Ja- und Nein-Sachen, aber ich hoffe, die Einblendung hat euch da durchgecarried. Eigentlich ist es gar nicht so schwer. Und das kann eben auch vor Gericht eine signifikante Rolle spielen bei der Belichtung eines Falls und wie dieser betrachtet wird. Solchen Vorurteilen und Vergewaltigungsmythen wird so eben ein wenig Luft zum Atmen genommen, weil dann eben das Verhalten des Opfers eine geringere Rolle spielt. Wenn ihr jetzt aber immer noch etwas struggelt mit der Frage, hä, aber was ist denn jetzt eigentlich Consent? Also wann ist etwas einvernehmlich und wann ist man übergriffig oder begeht vielleicht sogar eine Straftat? Dann empfehle ich euch als Hilfe einfach dieses Video hier, wo es etwas humoristisch aufgearbeitet wird, wann man jemanden einen Tee anbieten sollte und wann nicht. Wenn du fragst, Lust auf Tee, und derjenige antwortet, ich bin mir nicht sicher, dann kannst du den Tee machen oder nicht. Aber dir muss klar sein, dass er den Tee vielleicht nicht trinkt. Dann aber darfst du, und jetzt kommt der wichtigste Teil, deinen Gegenüber nicht dazu zwingen, den Tee zu trinken. Und wer das nach diesem Video dann mit dem Konsens immer noch nicht verstanden hat, ja gut, der kann dann an dieser Stelle hier auch einfach gerne abschalten, ja. Wo wir jetzt wissen, dass dieses nur Ja heißt Ja-Modell eigentlich insgesamt etwas progressiver ist und Opfer viel besser schützt, warum zur Hölle
wurde es dann aus der Richtlinie gestrichen. Hierzu hatte ich für euch im Skript eigentlich noch einen längeren Part darüber, wie die neuen Gesetze in der EU überhaupt entstehen. Da ich hier aber nicht so lange vom wichtigen Kernthema abkommen möchte, habe ich den Part jetzt hier rausgelassen aus dem Video. Wir machen daraus aber einen Zweiteiler und dann spreche ich mit euch nächste Woche nochmal detaillierter über die EU und ihre Institutionen, quasi als kleines Follow-up. Das Video nächsten Donnerstag schließt also an dieses hier an. Das heißt, ihr könnt super gerne in die Kommentare wieder sagen, schreiben, die euch dazu einfallen und dann können wir nächsten Donnerstag direkt auf das Ganze eingehen. Schreibt also gerne in die Kommentare etwas dazu und vergesst natürlich nicht zu abonnieren, um das nächste Video dann auch nicht zu verpassen. Ganz, ganz grob und vereinfacht erklärt, gibt es neben dem EU-Parlament noch eine weitere Institution in Europa, die für die Entstehung neuer Gesetze verantwortlich ist. Und zwar der Rat der Europäischen Union. Das ist ein Gremium aller Minister der Mitgliedstaaten, die in ihren speziellen Gebieten Ausschüsse bilden und zusammen mit dem Parlament über die neuen Gesetze entscheiden. Der Rat, auch Ministerrat genannt, soll also die nationalen Parlamente in dieser Gesetzgebung repräsentieren. Das EU-Parlament hingegen vertritt die Interessen der EU-Bürger direkt, da das Parlament ja auch in Direktwahlen gewählt wird. Um neue EU-Gesetze und Richtlinien zu verabschieden, müssen aber eben beide Institutionen diesen zustimmen. Und hier kam es eben bei dieser Richtlinie zu Unstimmigkeiten zwischen dem Rat und dem Parlament. Deutschland oder besser gesagt, unser Justizminister Marco Buschmann war hier mitverantwortlich dafür, dass sich eine Einigung lange hingezogen hat. Das nur ja heißt ja würde laut Buschmann zu weit gehen und es gäbe im EU-Recht keine rechtliche Grundlage für ein solches Gesetz. Aber wo geht das denn zu weit? Im Grunde genommen ist das eine Änderung von zwei Worten, wenn man es jetzt mal ganz, ganz plakativ darstellt, ne? Aus einem Nein wird ein Ja. Wo geht das denn zu weit und wo ist das denn bitte ein zu großer Eingriff? Ist das ein zu großer Eingriff, weil dadurch Täter leichter belangt werden können? Möchte man das durch die Blume damit vielleicht aussagen? Das wäre sehr perfide. Ein Eingriff in den Gesetzgebungsprozess außerhalb aus der EU, das als Begründung dafür zu nennen, dass man Frauen nicht weiter schützen will, haben wir ja schon gesagt, ist halt absolut scheinheilig. Sonst heißt es ja immer, ja, sie haben vielleicht nicht richtig Nein gesagt, sie haben das nicht richtig kommuniziert, also ist ihr Gegenüber von Ja ausgegangen. Wie, sie haben nur den Kopf zur Seite gedreht und haben, damit es schnell vorbei ist, ja, dann kann es ja nicht so schlimm gewesen sein. Deswegen, es ist doch kein Problem, das anzugleichen, damit das zumindest ein bisschen besseren Schutz gibt. Er ist der Meinung, dass die EU nur im Bereich der als EU-Straftat eingeordneten Verbrechen einheitliche Mindeststandards und vor allem Mindeststrafen vorschreiben darf. Das umfasst besonders schwere, häufig grenzüberschreitende Kriminalität, darunter Terrorismus, Geldwäsche. Gut, grenzüberschreitende Kriminalität ist jetzt anders gemeint, aber es ist ja eigentlich de facto, wenn man es nur auf diese Worte runterbricht und die Logik hinter den Worten, ist es eine grenzüberschreitende Kriminalität. Und ich rede da jetzt nicht von Landesgrenzen, was damit wahrscheinlich gemeint ist, sondern die Grenze der Person ist überschritten worden. Und daraus resultierte dann die kriminelle Handlung. Also von daher, ja, das alleine das wirklich, das runterzubrechen, dass das da nicht auf der Liste steht. Packt das da drauf. Ende. Ende der Diskussion. Also eigentlich müssten wir weltweit die gleichen Regelungen, was das haben haben. Es hat so den Beigeschmack, für mich zumindest, den Beigeschmack des Täterschutzes. Menschenhandel, Vergewaltigung steht bisher nicht auf dieser Liste. Ja, nö, ist klar, Vergewaltigung ist natürlich nicht grenzüberschreitend oder so. Ah, das ist auf mehreren Ebenen einfach nur peinlich, vor allem weil ja Vergewaltigungen generell am Körper eine Grenze überschreiten, eine ganz klare Grenze überschreiten, eine schreckliche, traumatische Grenze überschreiten. Und zudem ist es ja auch länderübergreifend, denn es kann ja jemand in Holland vergewaltigen und dann nach Deutschland zurückkommen oder umgekehrt. Und das muss eigentlich einheitlich grenzüberschreitend geregelt werden, damit Frauen einfach besser geschützt werden. Und übrigens gilt es zwar jetzt besonders für Frauen, diese ganze EU-Richtlinie ist schon für Frauen ausgelegt, aber natürlich profitieren auch Männer davon, weil Männer werden natürlich auch vergewaltigt. Allerdings sehen wir, wie in meinem letzten Video schon gesagt, sind Opfer meistens Frauen, wenn es um sexualisierte Gewalt geht. Deswegen ist diese Richtlinie vor allem für den Schutz von Frauen, aber Männer werden auch geschützt. Ja, und die Täter sind in fast 99% immer Männer. Und deswegen ist es der Schutz der Frau, der dort
ganz, ganz groß geschrieben werden muss. Hier nur nochmal unterstrichen, damit das nicht untergeht. Ich hatte, wie am Anfang schon gesagt, am Tag der Abstimmung noch die Möglichkeit, im Parlament in Straßburg direkt mit der hauptverantwortlichen Berichterstatterin der Richtlinie, Frances Fitzgerald, zu sprechen und habe diese dann auch einfach mal gefragt, warum Deutschland bzw. Marco Buschmann dieses Kernelement der Vergewaltigung hier so sehr sabotiert hat. You tell me, I mean, obviously the other two partners in the German government wanted to include rape, he did not. I guess he used legal reasons as the rationale. This is, you know, a member state competence. We don't want the EU telling us what to do. It's kind of appeasing the far right, in my opinion, as well, in some countries. And also sometimes, you know, you still have these old-fashioned attitudes about consent. You know, was the woman drinking? Were her clothes inappropriate? What did she look like? I mean, this is nonsense, you know. Consent has to be yes means yes. So it's just very interesting that we're not still at a point, whatever the reasons, where we could include rape in this directive. But as I say, this is a beginning. There's lots of other points in the directive that will support women who are on the front line suffering these abuses. Hier hat dieses Verhalten des Blockierens aber eben sehr fatale Auswirkungen. Wäre das Gesetz im Rat blockiert worden, weil weiter auf das nur ja heißt ja beharrt worden wäre, wäre vermutlich die ganze Richtlinie gekippt. Wie weit die EU-Befugnisse gehen sollten, ist innerhalb der Mitgliedstaaten aber immer wieder ein großer Streitpunkt. Gerade konservative Regierungen sehen sich hier oft von der EU bevormundet. Daher wurde jetzt letztens am 24. April über eine leider deutlich abgeschwächte Version der anfänglich so ambitioniert geplanten Richtlinie im EU-Parlament abgestimmt. Warum es aber trotzdem wichtig war, diese noch in dieser Legislaturperiode vom Parlament zu bestätigen, erklärte mir dann nochmal die Abgeordnete Fitzgerald. Look, it's important. This directive covers forced marriage, female genital mutilation and all of the cyber violence, crime, cyber crime, sharing of intimate images, cyber stalking. This is really important. Many countries do not have good legislation. We have the preventative section in relation to rape and consent, and we have a huge amount in the directive about preventing violence, supporting those who are victims, and prosecuting those who commit the offences. So it's important to have this first ever piece of legislation at European level. It's really important to have it on the statute books. Es bleibt also trotzdem eine historische Errungenschaft. Ein ja, emotional support animal, wenn es um bitteren Beigeschmack geht. Ich weiß, es ist sad. Eine, die leider einen bitteren Beigeschmack trägt. Dank unter anderem Präsident Macron und FDP-Justizminister Buschmann aus Deutschland. Bei der anschließenden Abstimmung an mein Interview mit Frau Fitzgerald wurde die Richtlinie dann mit eindeutiger Mehrheit verabschiedet. Für die Umsetzung der neuen Richtlinie haben die Mitgliedstaaten jetzt circa 2 Jahre Zeit, diese in die nationalen Gesetze zu verankern. Es wird also noch. Und die Gesetzeslage darf sogar noch von den Ländern verschärft werden. Also die, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, diese Richtlinie gibt jetzt das Bare Minimum vor, was eingehalten werden muss. Die Länder sind aber in der Lage, diese Vorgabe zu nutzen und sie noch weiter zu verschärfen. Also könnte man jetzt, wenn man so ein bisschen Druck auf die Politik machen würde, könnte man die Abgeordneten anschreiben und das fordern, dass aus dem Nein ist Nein ein nur Ja ist ein Ja wird. Also ihr könntet zu euren Abgeordneten der verschiedenen Parteien eine E-Mail schreiben oder einen Brief, die mögen scheinbar immer noch Totholz, unter das formulieren, dass das eine eurer Forderungen als BürgerInnen des Landes ist. Dann müsste man mal schauen, wer das auf den Weg bringt. Und wer das auf den Weg bringt und auch noch andere coole Positionen vertritt, den könnte man dann bei den nächsten Wahlen unterstützen. Es ist ja nicht so, dass wir als BürgerInnen des Landes keinerlei Einfluss auf Abgeordnete hätten. Die haben ja in den verschiedenen Städten ihre Büros. Da könnte man dann mal hinschreiben und sagen, hey, das ist jetzt durch, das ist ja schön und gut und das ist ja schon mal der richtige Weg. Aber halt diese Richtlinie, die hätten wir dann doch schon gerne auf nationaler Ebene definitiv umgesetzt. Das wäre dann leider nur für Deutschland oder halt jetzt hier im deutschsprachigen Bereich wäre es dann halt auch noch Österreich mit inkludiert. Aber das ist möglich, das ist drin und es gibt Seiten dafür, bestimmt. Es wird auch garantiert demnächst Aktionsseiten geben, wo sowas dann mehr oder weniger automatisiert auch stattfinden kann. Da sucht man sich dann die Abgeordneten raus, da gibt es ein Musterschreiben, das kann man dann noch anpassen.
Und entweder schickt man das dann per E-Mail oder man druckt es aus. Aber wenn euch das genauso stört wie mich und ich werde die Abgeordneten hier in der Stadt definitiv darauf anschreiben, macht es auch. So nimmt man Einfluss auf die Politik. Noch ein wenig dauern, bis wir die Auswirkungen dieser Richtlinie wirklich sehen werden. Aber darin verbirgt sich auch noch eine Chance. Dadurch, dass EU-Richtlinien, so wie diese hier, anders als EU-Gesetze, eben das sind, was sie sind, und zwar Richtlinien, haben wir in Deutschland jetzt natürlich die Chance, die nationalen Gesetze nachhaltig zu verbessern. Die EU-Richtlinien... Sorry, Carina, dass ich dir das jetzt vorweggenommen habe. Aber ich find's gut, da in dem Punkt dann auf derselben Wellenlänge zu sein. Das feiere ich gerade wirklich. Das freut mich, dass das auch noch direkt angesprochen wird als letzter Punkt der Appell. Klasse, dass das mit drin ist. Ich habe ehrlich gesagt irgendwie auch nichts anderes erwartet, wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt. Richtlinien geben halt nur vor, was mindestens in allen EU-Mitgliedstaaten als Gesetz gegeben sein muss. Für besseren Schutz in den einzelnen Ländern ist natürlich immer noch Luft nach oben. Und da können die einzelnen Länder intern sich auch für einsetzen. Wir haben also in Deutschland jetzt trotzdem die Möglichkeit, dass nur ja heißt ja, ins deutsche Gesetz zu bringen. Das wird unser Justizminister natürlich aber auch nicht ohne Druck machen. Wir müssen als progressive Bevölkerung deutlich machen, dass wir diese Gesetze eben auch so wollen. Unsere Abgeordneten nerven, wählen gehen und das Thema eben einfach nicht links liegen lassen. So, und ein weiterer Aufruf an euch. Vom 6. bis 9. Juni wird das neue EU-Parlament gewählt. Ich durfte ja die letzten Wochen in Brüssel und auch in Straßburg einen kleinen Eindruck gewinnen, wie wichtig und eben auch schwierig der Job als EU-Abgeordneter sein kann, wenn man denn wirklich sich für etwas einsetzen möchte und eben nicht nur von rechts irgendwelche bescheuerten Zwischenrufe macht. Es war so krass teilweise. Wir saßen ja in diesem Plenarsaal und da war eine lesbische Abgeordnete, die eine Rede gehalten hat, die super gut war, die vor allem einfach um Menschenrechte ging. Und auf der linken Seite hatten wir Applaus für die Rede und auf der rechten Seite Totenstille und davor irgendwelche bescheuerten Zwischenrufe, wo ich dazwischendurch einfach nur dachte so, wow, sind wir im Zirkus oder was? Es ist super krass, in diesem ganzen Saal, die Stühle, ne, die sind wirklich so schwer gemacht, damit man die nicht werfen kann. Ich dachte, das wäre ein Witz und uns wurde dann gesagt so, nee, das ist kein Witz, das ist wirklich so. Wir so, oh mein Gott. Also könnt ihr euch vorstellen, wie wild es im EU-Parlament manchmal zugeht und dass es wirklich ein harter Kampf ist, gegen rechts anzukommen. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass ihr am 6. bis 9. Juni wählen geht. Es ist unfassbar wichtig, denn wir müssen dringend verhindern, dass noch mehr rechte Leute in unserem Parlament sitzen, die mit ewig gestrigen Gedankengut einfach alles blockieren, was irgendwie nur im Entferntesten progressiv sein könnte. Und ich auch so ein bisschen das Gefühl kriege, dass es so eine Hauptsache wir sind dagegen Einstellung ist. Falls ihr unentschlossen seid, wen ihr wählen sollt, dann gibt es aber auch wieder einige Hilfen, wie zum Beispiel den Wahlswiper, funktioniert so ein bisschen wie Tinder oder den Wahlomat. Ich habe euch die Links zu beiden in die Beschreibung gepackt, geht aber bitte unbedingt hin und nutzt eure Stimme. Auch wenn die EU... Ich nutze das einfach mal, ne? Wenn ihr jetzt an der Stelle aufs i klickt, dann landet ihr bei meinem Video zum Wahlswiper, denn wir haben hier mit der Community den Wahlswiper zusammen gemacht und ihr seht am Ende dann auch das Ergebnis, was bei mir rausgekommen ist. Von manchen als bürokratisches Ungeheuer oder überflüssig dargestellt wird. In diesem Parlament sitzen eure Vertreter, die eure Interessen in der EU vertreten sollen. Die EU kann sicherlich besser werden und das wird sie auch immer und immer. Sogar das EU-Parlament in Straßburg, also das Gebäude, wurde nicht ganz fertig gebaut, einfach als Zeichen dafür, dass die EU sich im stetigen Wandel und Aufbau befindet und dass wir uns alle dafür einsetzen müssen, dass unsere EU-Gemeinschaft bestehen bleibt. Überlassen wir sie nämlich Faschisten und rechten Demagogen, sitzen alle Länder bald wieder alleine hinter ihren Grenzen ohne eine gemeinsame demokratische Institution.
Vielen, vielen lieben Dank an alle, die dieses Video bis zum Ende wieder mitverfolgt haben. Nächste Woche, Donnerstag, sprechen wir dann noch etwas genauer über die EU und ihre Institutionen. Denn das hat ja in dieses Video hier nicht mehr reingepasst. Aber es ist, glaube ich, nochmal um einiges besser, diese Richtlinie hier zu verstehen. Und da kann ich auch nochmal auf eure Fragen und Kommentare eingehen zu dem letzten und diesem Video. Also schreibt gerne, gerne in die Kommentare, die ihr habt oder Fragen, die ihr habt oder Anmerkungen, wie auch immer, in die Kommentare rein. Lasst natürlich auch gerne ein Abo da, Daumen hoch, ihr kennt den ganzen Algorithmus-Spaß. Wir werden nach diesem Video, wenn es online kommt, so gegen 20 Uhr auch live auf Twitch sein und uns dann ein paar Kommentare auch angucken, über das Video sprechen. Generell sind Tom und ich jetzt wieder öfters live auf Twitch. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass dieser Kanal so gut bei euch ankommt. Das freut uns wirklich sehr. Und vielleicht noch eine kleine Anmerkung, denn dadurch, dass ich mir hier natürlich Themen aussuche, die öfters mal für gelbe Videos aufgrund der Wörter, die ich benutze, sorgen. Gelbe Videos bedeutet, man bekommt kein Geld dafür, weil sie nicht werbefreundlich sind. Wenn man über sowas wie Vergewaltigung, Sexbelästigung und so weiter redet, kann das schon mal leider passieren, dass YouTube solche Videos eben nicht als werbefreundlich ansieht. Dementsprechend werden Videos natürlich auch eingeschränkt, denn warum sollte YouTube Videos gut ausspielen und besser anzeigen, wenn YouTube kein Geld damit verdient? Von daher ist Teilen, Videos gucken, Daumen hoch, Kommentare schreiben, umso erwünschter, damit ich trotzdem solche eher gesellschaftskritischen Themen bringen kann und wir auch einfach die Mittel haben, uns hier auf diesen Kanal mehr zu fokussieren, denn ich habe schon Bock darauf, ich hoffe ihr auch. Von daher, Dankeschön für den Support nochmal. Ja, und jetzt würde ich sagen, genau, dienstags sind wir jetzt auch immer live auf Twitch, so gegen 18 Uhr und donnerstags oder am Wochenende, aber da sage ich bei Instagram dann auch nochmal Bescheid. Ha, nochmal der kleine Hit bei Instagram zu folgen, ne? So, jetzt reicht's aber auch mit Gelaber. Ich würde sagen, tschüss und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche. So, ganz wichtig an der Stelle, auf jeden Fall einen Daumen hoch da lassen. Ja, ein sehr gutes und sehr wichtiges Video von Carina. Dankeschön auf jeden Fall dafür. Meine Reaktion ist mal wieder einen Ticken länger geworden. Gab dann doch mehr dazu zu sagen. Also wie gesagt, es liegt auch natürlich zum Teil in unserer Hand. Es ist halt nur die Frage, wie groß ist die Möglichkeit. Aber wenn man die Möglichkeit hat, die AbgeordnetInnen vor Ort zu kontaktieren und man sagt, hey, da ist jetzt diese Richtlinie auf dem Weg, 2 Jahre ist Umsetzungszeit, sie gibt das Minimum der Gesetzesfindung vor. Wir möchten bitte, dass aus diesem nur ein Ja ist ein Ja wird und man das Ganze dann auch sachlich begründen kann, dann ist die Chance größer, umso mehr Menschen das machen in den verschiedenen Wahlbezirken, dass dann die PolitikerInnen eher dazu geneigt sind, diese Punkte, natürlich auch, weil sie gewählt werden wollen, aber auch, weil noch echt ein paar dazwischen sind, die sagen, hey, ich höre auf die Leute, die mich wählen, dass man da dann halt darauf Einfluss nehmen kann. Deswegen beteiligt euch, geht auf Demonstrationen und es wird in dem Bezug definitiv welche geben in den nächsten 2 Jahren, da gehe ich gerade von aus. Setzt euch dafür ein, dass es dann demnächst heißt, nur ein Jahr ist ein Jahr. Nutzt das Ganze gerne auf Social Media als Hashtag. Ich denke mal, da gibt es auch schon Aktionen dazu und postet eure Meinung darunter. Auch darauf achten PolitikerInnen, wie zum Beispiel die Trends auf Twitter, mag Twitter nicht, verlaufen. Und wenn man da einen guten Impact machen kann, dann nehmen die das Ganze auch auf, weil Wählerfang, ne, man möchte gewählt werden und man kann dann super diese Punkte übernehmen. Und wenn man sie dann durchsetzt, da können dann alle von profitieren. Aber das soll es von mir gewesen sein. Auch ein großes Dankeschön an meine Kofi-SupporterInnen. Die laufen jetzt da gerade lang. Und wenn ihr auch dazu gehören wollt, schaut einfach mal in der Videobeschreibung. Ich danke für jeden Support, auch für die Playtime. Lasst euch gut gehen. Ich bin raus, bis zum nächsten Video oder live im Stream auf Twitch.